Herzlich willkommen im Tee, komm rein. Ich bin Bea, ich mache hier künstlerische Leitung und bin im Vorstand vom TIC, also von dem Theaterverein, der hinter diesem Theater steckt. Und wir freuen uns über Leute, die uns besuchen. Ich heiße Luca Zoe Renz und ich bin im TIC ehrenamtlich als künstlerische Leitung aktiv. Eigentlich bin ich gar nicht mit dem Ziel, Ehrenamt zu machen, ins TIC gekommen, sondern ich habe eine Schauspielgruppe gesucht und das mit dem Ehrenamt hat sich dann eigentlich so ergeben. Mittlerweile konzentriere ich mich vor allem auf die Produktionsbetreuung. Das heißt, wenn man irgendwie sieht, dass irgendwas gemacht werden muss, dann macht man das halt. Aber man kann eben auch ganz viele Dinge lernen und ganz viele verschiedene Aufgaben mal ausprobieren und sich dann, wenn einem das Spaß macht, auch darin weiterentwickeln. Ich würde sagen, es gibt so Herausforderungen. Dadurch, dass alle noch was anderes machen für die Existenzsicherung, muss man manchmal andere Sachen priorisieren, was dann Arbeitsprozesse super lang machen kann. Und da braucht man einfach eine sehr gute Kommunikation. Also ich sehe das mit dem Ehrenamt nicht so als Ausgleich zum Job. Ich finde es einfach wichtig, sich an solchen Stellen einzubringen, wo nicht Profit an erster Stelle steht, weil dadurch andere Sachen möglich sind oft und es dort aber oft auch fehlt, dann eher an persönlichen Ressourcen und solchen Dingen. Genau, das finde ich einfach wichtig, dass möglichst viele Menschen barrierearm irgendwie sprechen können und eine Bühne haben können. Und daran möchte ich einfach beteiligt sein. Wir freuen uns, dass du da bist.